Herzlich willkommen beim Drive-In von Verstehen Sie Spaß. Hier gibt's nicht nur die üblichen Burger und Fritten. Unser Drive-In bietet die komplette Speisekarte. Nur halt schnell zum Mitnehmen und bequem im Vorbeifahren. Heute ist es weder schnell noch bequem. Mal sehen, wie lange die Leute es mit mir aushalten. Herzlich willkommen im Drive-In. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gern eine Currywurst mit Pommes. Ein Cornflö, bitte. Einmal ein Steak mit Zwiebeln. Statt Hochdeutsch spricht man hier in La das sogenannte Schlemmerblatt. Was wollen wir denn eigentlich? Ich flöhe Schlemmerblatt. Das hat Konsequenzen. Könnten Sie einmal bitte ganz nah rankommen? Ich verstehe Sie leider nicht. Zweimal Schlemmerblatt mit Spätzle. Bitte noch näher, ich verstehe Sie nicht. Zweimal Schlemmerblatt mit Spätzle. Dreimal, du Schlemmerplatte? Dreimal. Dreimal? Zwei. Schlemmerplatte. Zwei. Dreimal die Schlemmerplatte. Zweimal. Zwei. Und bei manchen tut Tané so, als hätten Mikro oder Lautsprecher einen Wackelkontakt. Einmal Gyros XXL. Gyros S. Also großes Gyros, das XXL Gyros. Was kommt dazu? Eine Schlemmerbox 1. Box 3. Bitte? Nochmal holen, bitte. Einmal ein Rinderhüftsteak mit Zwiebeln. Ein Ritalinsteak? Rinderhüftsteak. Ritalinsteak? Nein! Rinder. Rindersteak? Oh. Bandnudeln, bitte noch. Schutznudeln? Bandnudeln. Noch was zum dazu? Nee. Schalter, bitte. Okay. Hallo, schönen Tag. Ich weiß nicht, ob Sie es richtig verstanden haben, alles. Oh, ich bin die Ausgabe. Ich mache es Ihnen sofort fertig, ja? So, dann reiche ich Ihnen das schon mal rüber. Bitte. Was ist das? Ihre Bestellung. So viel habe ich aber nicht bestellt. Das habe ich hier im System stehen. 8-mal wieder Schnitzel, 15-mal Gyros? Nee, das habe ich nicht bestellt. Okay, dann gebe ich das als Storno mal zurück. Dann müssen Sie bitte noch einmal zurückfahren ans Fenster und das kurz noch mal aufgeben, die Bestellung. Oh. Das wäre super. Also, da habe ich jetzt schon Schnase voll. Also, wenn Sie einmal nur ganz kurz zurückfahren zum Counter, es tut mir sehr leid. Dann gucke ich mal, ob ich da zurückkomme. Alle Bestellungen ab jetzt. Oh, Leute. Laufen angeblich bei einem externen Callcenter auf. Herzlich willkommen beim automatischen Bestellservice. Hä? Um die Wartezeit zu verkürzen, können wir Sie gerne mit einer niederländischen Mitarbeiterin verbinden. Wünschen Sie dies? Nein. Hartelijk welkom bij de bestelling. Hoe kan ik helpen? Also, was kan ik iedereen Gutes doen heute? Ich hätte gern eine Schlemmerbox 1. Eine Schlachterbox, natürlich, kommt sofort. Was darf es dazu sein? Pommes sind heute auch im Angebot. Vielleicht kann ich sie ein bisschen schmackhaft machen mit den Pommes. Nein, das wär's, danke. Ein Salat noch für die Linie, weil es ist natürlich sehr fettig, was Sie bestellt haben. Nein. Kleines Eischen, Dessert, noch eine Apfeltasche. Nein. Ein paar Früchtchen dabei. Alter. Ah, Sie sind vom Drive-In, kann das sein? Ja. Da muss ich einmal im System umstellen. Entschuldigung, das ist gerade neu bei uns. Wir machen mehrere Callcenter-Systeme in einem. Das klappt ja super. Herzlich willkommen im Drive-In. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, bitte? Ich bin hier beim Schlemmertreff. Die Bestellung 11 ist falsch. Ja, ich mach Storno. Gyros ist richtig oder falsch? Nein, es ist gar nichts richtig. Ist gar nichts richtig. Was ist mit Maweischnitzel? Auch nicht richtig. Auch keinen Bock drauf, ja. Was ist mit der Schnitzelbox? Auch nicht. Auch keine Schnitzelbox. Was darf ich denn sein, der Herr? Ja, bitte geben Sie jetzt ein bisschen Gas. Es nervt mich jetzt so langsam. Wissen Sie, bei mir interessiert sich auch keiner für irgendwas. Ich sitze hier in Berlin irgendwo im Callcenter. Ja, das ist aber nicht mein Problem. Bitte nehmen Sie jetzt meine Bestellung auf, ehrlich. Sitzen Sie gerade in Offenburg oder in Apperweier? In La. In La? Können Sie mir immer die Postleitzahl durchgeben, bitte? Keine Ahnung, was hier die Postleitzahl ist, ehrlich.
Ja, wohnen Sie jetzt in Nahe oder wohnen Sie nicht in Nahe? Nein, ich hole hier nur was zum Essen. Übrigens, auch beim Drive-In sind die Abstandsregeln zu beachten. Sie fahren auch nicht besonders gut Auto, wenn ich Ihnen das sagen darf, weil Sie stehen sehr nah hier dran. Ich stehe immer so nah dran. Ja, vielleicht noch mal so einen Auffrischungskurs machen, weil das ist... Nee, ich fahre immer so Camping. Ja, aber das ist hier auch mit den Kurven. Ne? Also oh. Das ist nicht so gut, wenn Sie hier so eng dran fahren. Lassen Sie mich Auto fahren. Ja, ich frage halt, ne, Sie sind halt ein Mann. Was machen Sie jetzt? Das Fenster bleib hoch. Zu. Bitte? Haben Sie jetzt, warum machen Sie denn das Fenster zu? Ich habe Ihren 20-Euro-Schein. Oh, Frau. Männer, Sie müssen schon kommunizieren. Ich weiß, dass das für einen Mann schwer ist, aber Sie müssten die Scheibe ruhig mal runterlassen. Ist kein Wunder. Ja, mit dem Mountainbike haben Sie keine Scheibe. Nee, das ist ja der Wahnsinn hier mit dem Kratzer. Wie können Sie entlasen, du? So, einmal wieder runter. Ja. So, einmal hier. Zum Mitnehmen. So, jetzt höre ich Sie ja endlich. Zum Mitnehmen. Ach, das gibt's bei uns nicht mehr. Das ist Tellerpfand, der Rest. Oh. Diese, hier ist Ihr Cordon Bleu, dann würden Sie das hier vorne einmal essen. Und dann kriegen Sie den Rest oh, auch da wieder. Verlieren Sie ganz schön gut. Da verlieren Sie ganz schön Kundschaft. Den Rest gleich wieder zurück. Das ist Tellerpfand. Ja? Da verlieren Sie ganz schön Kundschaft. Also irgendwo fühle ich mich jetzt hier verarscht. Ach, da sind Sie ja wieder. Sie haben so lange gebraucht. Ich weiß gar nicht. Ich fühle mich echt verarscht jetzt hier. Haben Sie... Dann habe ich eine niederländische Sprache dran gehört. Dann eine niederländische? Dann wollte sie... Obst frittiert mir anbieten und also irgendwo fühle ich mich das, ich möchte das haben wir ja gar nicht Box da. 1 und ich möchte Gyros XXL und mehr möchte ich nicht. Ja, das habe ich jetzt hier auch im System. Das Gott sei Dank. Das wird gerade für Sie fertig gemacht. Hoffen wir es mal. Ja, wird klappen. Aber für die nächsten Kunden hat Tané noch was ganz Besonderes. Die großen Pommes einmal. Oh, nicht euer Ernst. Was soll das? Das sind die großen Pommes, die Sie bestellt haben. Die sind natürlich aus Plastik und absolut fettfrei. Sag mal. Ich kann ja nicht verarschen. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie fast. Nicht euer Ernst. Nein. Oh, schön. Oh, danke schön. Herzlich willkommen. Das haben Sie großartig gemacht. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.